Lara, ich habe für euch eine wahre Predigt aufgeschrieben und die kommt jetzt. Um Weihnachten herum war ich auf dem Markt und habe am Ende gedacht, jetzt kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Räucht schon so tint, schier manchmal nicht. So denkst du zur Zeit, habe ich eigentlich schon mal mehr Hände gehabt. Mit der einen hältst du deine Tasche, in der anderen der Zettel, dass du nichts zum Überlegen hast. Dann noch schnell überleg, wo hast du Handschuhe und Kappe, wo ist eigentlich die Sonnenbrille zum Zusammenklappen. Und dann zur Krönung obendrauf, du hast die Maske nicht richtig auf. Sie hängen der Schäps unter der Nase und wegen der Kälte lauft noch die Sauce. Der Nachbar guckt schon rum, wie der Darth Vader. Und sein Weib macht der Gezeter, Masken auf, sonst kann ich fei. Ich schwitz, krieg Panik, ich han die Maske noch gleich. Oh, ich dackel, ich han sie schon auf. Sie sollt bloß ein bisschen weiter nauf. So ging mir's letzt Mittag im kalten Winter. Und dann han ich denkt, ich frage mal die Narren und ihre Kinder. Wie man mit der Maske das richtig macht. Das sind doch die Profis bei der Maske, das wäre doch gelacht. Doch wie ich das Gestirn der Venus befrag, wie meint ihr's, komm, gang und sag, da hör ich, neu, das ist nix mit der Fasnacht 2.0 äußer 20. Kei Häs, kei Freit, der Gockel im Käfig wird schon bald ranzig. Wir sind am Boden, wir kennen nemme in der Gockelwerkstatt kei bissle Gerenne, wo sonst der Gulasch wurzelt und Kind rumbalget, wo Narr und Narrin ein Blätzchen schmalget, da ist jetzt tot und aus und Schluss vorbei. Ich mich das mal schon auf der Aschermittwoch frei. Aschermittwoch, das ist mein Stichwort, fast hätte ich es auch vergessen. Das mal ist nix mit dem Aschermittwochsessen, so heile die Narren weiter. Moment, sag ich, nix essen ist sowieso gescheiter. Zumindest an dem einen Tag, die Christenheit, auch die Narrisch-Fraktion sich besinnen mag, um was Gott uns denn in dem, was man macht. Hat es einen Sinn oder ist bloß im Kreis rumgeschafft? Was ist das Leben ohne McDonalds, Mediamarkt und Cappuccino? Der liebe Gott guckt uns scharf an, ich mein bald der Moin Mino. Der liebe Gott hat prompt ein paar Tipps für die Zeit parat. Ihr liebe Menschen, so sagt er, zur Zeit oft vorm Fernsehapparat, so spricht uns Gott an. Doch seine Stimme kommt nicht aus dem TV, sie ist auch nicht die Stimme von einer Frau, es ist die Stimme tief drin in meinem Wissen. Darf man es glauben oder soll man es wissen? Zusammenhalten, sagt die Stimme. Auf die Art, wie euch die Verzweiflung nimmt. Zusammenhalten und nicht bloß untereinander. Zusammenhalten, die Idee dazu, die Hand. Tretet füreinander ein, helfet, machet, das gefällt mir heidenei. Und am Abend ist man mal nicht verzweifelt und gleich noch ein paar am Telefon verteifelt. Neu, man ist miert, ja, uns Frieden. Man hat mit sich und dem Nachbarn Frieden. Neue Idee kommt euch in Sinn und denkt vielleicht, dass doch recht ist, dass ich Gottes Kind bin. Der Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, damals hat man noch nicht gemailt. Er hat gesagt, denket einmal an einen Weinstock, an eine Rebe. An deren dran sind Trauben, bei der Lese kannst du sie kaum verheben. Er sagt weiter, alles hängt zusammen wie in einem Ökosystem. Die Wurzel, der Stock, die Beere, schee wie ein Diamantendiadem. Er sagt, genau so ist es mit uns Menschen. Zurzeit dürfen wir uns berühren nur mit Händchen. Dürfen nicht Herzen, nicht Kissen, nicht berühren, können uns bloß über die Blätmaske wegarstieren. Aber wir hängen zusammen, sind uns, sind Schwestern und Brüder. Eu Familie Gottes, wenn auch Miete. Das darf man gerade nicht auch noch verlieren. Und das schaffen wir auch, wenn man gleich wenig Menschlichkeit investiert. Das Gleichnis vom Weinstock, das hören wir jetzt. Auf Hochdeutsch ist es übersetzt,
Im Original hat nämlich Jesus aramäisch geschwätzt, also quasi schwäbisch auf jüdisch und in Buchstaben gesetzt. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft meines Wortes. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr nicht in mir bleibt, wird die Rebe weggeworfen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zeit ohne Fastnacht, ganz banal. Wir vergessen den anderen nicht und auch nicht der liebe Gott. Vergessen dem man allerfalls mal das man misst, man sollt und ein glückselig fastnet, ist es vielleicht ohne Weg. Wenn man das Häs und Maske wehmütig vermisst auf dem Weg in der Fastenzeit, an Ostern, Sommer und wenn es bald sogar wieder schneit, und dann nach Dreikönig 2020 und 2. Geht's wieder los mit Dolores Kikerikai.